Mr. Mike. Jo, hier ist Mr. Mike. Heute geht's mal um NBA-Spieler, die rappen und Rapper, die in der NBA spielen. Los geht's da als allererstes mal mit meinem Liebling Shaquille O'Neal, weil seine Alben hatte ich früher echt alle am Start. Ich habe den ohne Ende gefeiert. Shaquille O'Neal, der konnte wirklich rappen, der hat einen richtig guten Flow gehabt. Und auch schauspielerisch, der war echt top. Also Shaq war so ein Typ, der konnte echt irgendwie einfach alles. Ich habe seine Filme gefeiert, seine Musik habe ich gefeiert. Also der war echt top, der Typ. Einfach nur top. Unterhaltsam, sympathisch, echt ein geiler Typ. Und ja, da fallen mir jetzt bei Shaq Sachen ein wie mit Peter Gunz, wer der es noch kennt. uralt aus den 90ern und so. Filme wie Kazam, Man of Steel, Blue Chips. Also es waren echt, der hat echt eine Menge geiler Scheiße gemacht. Ohne Witz. Also das, wer das alles nicht kennt, sollte man nachholen. Vor allem Blue Chips, den Film kann ich sehr empfehlen mit Penny Hardaway und so. Nick Nolte ist dabei, glaube ich, als Head Coach. Richtig, richtig, richtig guter Film. Das ist eigentlich Baller-Lektüre. Das ist Pflicht, der Film. Unten in der Videobeschreibung auschecken, wer den nicht kennt, den kriegt er für 2 Euro oder so. Wer den nicht hat, echt der Hammer, der Film. Super flashig, super flashig. Ja, jedenfalls, Shaq, viele Hits gemacht. Einen Hit habe ich auch immer noch im Kopf, No Hooks mit Wu-Tang Clan, Method Man und so. Ja, und sonst von den ganzen NBA-Spielern, den Rappen, habe ich natürlich noch so Namen im Kopf, wie Rashid Wallace zum Beispiel. Der hat dann auch einen guten Flow, finde ich. Jetzt die neuen Lillard. Und Kobe Bryant hat auch einen Track gemacht, der hat mich nicht ganz so geflasht. Tony Parker hat auch ein bisschen gerappt, hat mich auch nicht so wirklich geflasht. Und es gibt doch einige, die versucht haben zu rappen. Und ja, aber mir fällt nur ein einziger Rapper ein, der es in die NBA geschafft hat. Wer weiß, wer es ist? Master P. I'm looking for a dog. Wer kennt das noch? Also das ist auch, ja, auch aus den 90ern, ne? Das habe ich so gefeiert, die Sachen. Es ist echt ein krasser Typ und es ist krass, dass es wirklich in die NBA geschafft hat. Könnte man natürlich sagen, ja, der hat es nur durch Beziehungen geschafft, aber ich denke nicht. Der war schon auch nicht schlecht unterwegs und in die NBA kommst du nicht, wenn du eine Pfeife bist. Das ist einfach so und es ist krass, das ist wirklich krass, aber ja, was hat ein Millionär, so ein Rapper, der hat echt eine Menge Kohle unterm Arsch, also krasser Typ, Master P sowieso, eine Biografie, wer das nicht kennt, auch in der Videobeschreibung, checkt das mal aus, Master P, echt eine Legende. Ich finde auf jeden Fall eine Legende in Sachen Hip-Hop-Musik, wie er sein Imperium aufgebaut hat mit $10,000, das er von seiner Großmutter geerbt hat und so, echt bis zu einem Mega-Mogul, also echt ein abgefahrener Typ und dann noch, ja, trotzdem irgendwie Zeit gehabt, um Basketball-Profi zu werden, echt krass. Master P feiere ich wirklich richtig, richtig, richtig hart. Und ja, es gab wirklich einige NBA-Spieler, die gerappt haben. Ihr könnt echt gerne nochmal kommentieren, was für euch noch ein guter Rap war. Und ja, ich meine, jetzt ein NBA-Spieler, der einen Track raushaut, einen einzelnen da ein bisschen rappt, das ist halt nicht, eigentlich kein Rapper. Das ist ja so, ja, wie ein Rapper, der einen Korb wirft und sagt, er ist NBA-Spieler. Das ist einfach, geht einfach nicht. Und ja, viele haben es versucht, viele haben nicht so wirklich überzeugt, finde ich, aber ja, Ansicht des Betrachters, was einen flasht, was einen nicht flasht, das muss jeder selber wissen. Jay down with the dope. If you don't like the vibe, have your own party. Still building my net worth. My brother sketch on my t-shirt. Yeah, I must be Maserati dreaming. I can't sleep at night. I wake up, I say my prayers. Thank God I live my life. I'm in a Gran Turismo 2-tone. Passengers a red bone. She's like the car, cause she can never keep her top on. See ya. Call me a star, spinning right my own bar. Me, Lex, Rob, and my stuff along. Representing North Field 10, if not, strap up. Cause you know we running your block. God bless me with the skills to play in the league. If you didn't box out, you'll be on your knees. Now nothing but the whitest sands and palm trees. Squad taking my crew, yeah, right. Sword slicing gently through my body, burns so sweet. Blood boils when you speak, yeah. Makes me weak, but I refuse to weep. Yet when I sleep, I feel tears trickling down my cheek. Come on, stay strong, pride telling me move on. My heart's fighting me, forcing me to hold on. Yours forever, fell for you beyond measure. Pure as ever, amazed by sins of treasure. Big
business, I'm just minding mine. Starting forest, cause I'm starting five, you just riding the pine. Let's talk money, homie, what you saying, bro? My pockets keep bucks, like the same team I'm playing for. Shout out to third to my block. Trying to win, coach passed me the rock. Rock to the rack, and one, you forgot. Brooklyn brand, now I'm out in C. Me and Kimmer in the back, on that me. Pops, held me down, kept me out the streets. They won the high roads, grew up out the concrete. 13th of Dover, y'all, yeah, we sipping on the fine trees. You say you ballin', but not like us, cause we used to the flying things. '96 and says, man, that shit is slick. Home speaking of them slick. Home tags ain't Home Depot. The grill is on deck, you can nail it when it first get. Smelling pipes cooking when you fixin' too high dog check. Tony P. Ok, j'accélère, ne blague pas, le but flinguer les mots, j'ai le profil de l'emploi, le beat, je viens l'égorger. T'as du souci à te faire, mes soldats sont dans les tranchées. Le rap pris en otage en quatre mesures, tu cries d'ange. Cause now I'm outstanding, with your hands and pump your fists. When I'm on the court, you expect me swish. Cause there's some things that I gotta do. Take up the ankle, pump up my Shaq shoe. Auf jeden Fall so, wenn ich an NBA-Spieler denke, die rappen, dann ist für mich Nummer 1 auf jeden Fall Shaquille O'Neal. Aber das ist halt auch so ein Flow aus den 90ern. Das ist guter 90er-Jahre-Hip-Hop und Shaq. Wenn ich mir das heute ab und zu mal so zufälligerweise irgendwo gebe oder sehe, flasht mich immer noch. Der hat so einen geilen Flow. Geiler Typ. Echt geiler Typ. Ja, Feedback geben, eure Lieblingsrapper, NBA-Spieler, NBA-Spieler, Rapper. Ja, her damit. Vielen Dank fürs Zugucken, euer Mr. Mike. Buh.